Also das ist wirklich die krankeste Tour, die ich je erlebt habe. Leon ist gerade auf der Polizeiwache und uns wieder von hinten aufs Gelände schleichen. Was? Ruhe! Beautiful, ja? Ich habe auch ein komisches Gefühl. Aber abhauen erstmal wieder. Leute, ich bin Taco. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zum zweiten Teil unseres Lost Place Vlogs. Wir haben noch einige spannende Locations auf der Liste, sind noch bis morgen, den Sonntag, unterwegs und seid gespannt, was wir noch erleben werden. Let's go! Junge, komm! Es reicht! Ich hab keine Geduld! Very fast, car! Ja? Oh, richtig geiles Haus, ey. Sieht ja schon irgendwie ein bisschen geil aus, ne? Oh. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geisteskrank. Alles irgendwie noch an seinem Platz. Also es scheint hier wirklich irgendwie so ein NATO-Offizier oder sowas gelebt zu haben. Heilige Makrele. Das übertrifft wirklich alles, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Licht, Blaulicht, wir müssen weg. Warte mal, nicht aus, nicht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so heftig wird. Good morning in the morning! Woohoo! Good morning in the morning! Woohoo! Leon hat den Kaffee vergessen! Guten Morgen, Herr Leon. Guten Morgen. Good morning in the morning. Wie geht es Ihnen heute? Ausgeschlafen, mehr oder weniger. Also ich bin auf jeden Fall ganz fit eigentlich und ich bin echt motiviert, weil wir echt noch richtig geile Orte auf der Liste haben. Und dementsprechend, I'm ready, aber der Kaffee hat gefehlt. Der Kaffee hat definitiv gefehlt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Tee zum Frühstück getrunken habe. Aber jo, wir sind jetzt hier wieder auf der Bahn, peilen die nächste Tankstelle an. Da gibt es erstmal Kaffee, ein kleines Käckerli. Oh, ich muss kacken. Dann zum Supermarkt und dann geht's weiter, ey. Leon, mach doch mal was Witziges. Leon, erzähl mal einen Witz. Dein YouTube-Kanal. Ist ein Witz. Man fährt hier über Stunden einfach nur zu den nächsten Locations. Ist doch klar, dass man da irgendwann durchdreht. Und dann hat man noch so einen wie Taco neben sich sitzen, der sowas auch noch supportet, die Kamera in die Fresse hält. Also no judge. Kleines Update. Es ist jetzt 17.45 Uhr schon wieder. Es wird langsam wieder dunkel draußen. Ich sitze hier gerade hinten im Auto bei Leon, weil Leon ist gerade auf der Polizeiwache. Ja, wir waren vorhin beim Supermarkt und daneben noch in einem Restaurant was essen heute Mittag. Es war so gegen 13 Uhr. Als wir wieder rausgekommen sind, haben wir gesehen, dass Leon jemand ins Auto gefahren ist. Vorne rechts der Kotflügel ist beschädigt und der ist so eingedrückt, dass die Beifahrertür nicht mehr aufgeht. Deswegen sitze ich jetzt auch hinten, weil ich keinen Bock habe, hier die ganze Zeit über den Fahrersitz zu steigen. Ja, Leon ist jetzt mittlerweile seit über einer Stunde verschwunden. Muss das Ganze da angeben beim Polizeirevier, damit das irgendwie hoffentlich mit der Versicherung geklärt werden kann. Ja, der Samstag ist schon wieder fast gelaufen und wir haben noch keinen Ort angefahren. Jetzt noch ein bisschen aussitzen hier das Ganze, warten bis Leon da ist. Und dann geht's gleich weiter. Okay Leute, mittlerweile ist es 20 Uhr. Der Leon hat mir gerade geschrieben, er hat nur noch 1% Akku. Ich muss ihm jetzt mal Powerbank und Ladekabel aufs Revier bringen. Das ist hier gleich um die Ecke. Ey, ich weiß nicht, wie lange er da noch warten soll. Ne? Er hat schon zweimal nachgefragt, wie lange es noch dauert. Und die meinten immer nur, I don't know, I don't know.
Bitte entschuldigt, dass der Vlog hier heute nicht ganz so spektakulär ist, bis jetzt zumindest nicht. Ja, ich bringe jetzt dem Leon was zum Akkuladen und dann hoffe ich, dass das bald mal ein Ende hat. Da, let's go. So, ich habe jetzt dem Leon seine Powerbank aufs Revier gebracht, damit er sein Handy laden kann. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock mehr im Auto rumzusitzen und deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen spazieren hier. Wir sind hier in Frankreich, Reims. Tja, ich habe gesehen, hier gegenüber vom Polizeirevier ist so ein kleiner Park und so ein schön beleuchtetes Gebäude und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an hier. Oh, da hockt der Leon die ganze Zeit drin und hier gegenüber ist die City und wir gucken jetzt mal, dass wir hier einen kleinen Spaziergang machen und ich euch ein bisschen was von der wunderschönen Stadt hier in Frankreich zeigen kann. Reims, Leute, Reims. Sieht schon fancy aus hier. Klettern wir hier mal hoch. Ja, ich frage mich, warum hier alles so krass beleuchtet ist. Tja, das würdet ihr jetzt nicht sehen, wenn Leon nicht seit Stunden auf dem Polizeirevier hocken würde. Aber so spektakulär ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Ein paar Hängematten sind auch am Start hier. Kann man hier mal schön ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja, und wenn ihr nicht nur Spaß an Lost Places habt, sondern auch an diesen ganzen Vlogs, um mal zu sehen, was so zwischendurch abgeht, dann haut mir gerne ein kostenloses Abo rein. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Haut mir gerne auch ein Like unten rein. Das würde mir sehr helfen. No. No Video? No. Okay. Bye, bye. Have a good time. Bye. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was der gerade von mir wollte. Aber okay, das erlebt man hier so in Reims. Bonjour. Je m'appelle, yes, I'm coming towards you. I have no pants on, so you can recognize me immediately. Hey, I got out of prison. Hey, come on, I got out of prison, man. You don't get in prison, hey, man. Hey, come on, continue the tour. Let's go to Lost Places. We finished this vlog here. I was at the city central, talked to some nice people, drink two beers. I'm a little bit dizzy now. Yeah, a little bit shaky. Oh God, everyone man. Looking at me so confused with the camera. But I don't care, man. Ja, Leute, da ist er wieder, der Leon. Ja, und was ist jetzt rausgekommen? Hast du irgendwas Schriftliches gekriegt? Ja, nicht auf die Hand, sondern per E-Mail. Die E-Mail ist noch nicht da. Ich bin mal gespannt. Wir ziehen jetzt endlich weiter. Es ist jetzt 22 Uhr. Zu unserer nächsten Location, wo wir eigentlich schon um 16 Uhr hin wollten. Ja, Leute, lange Rede, gar keinen Sinn. Let's go. Es geht weiter mit der gesunden Ernährung. Es gibt hier vom Quick Fast Food Market einen Long Chicken Burger und für Leon gibt es einen schön lecker Wrap. Vegan Wrap. Und jetzt ziehen wir weiter zur nächsten Location. So Leute, wir sind jetzt bei der nächsten Location angekommen. Das wird auch ein richtiges Highlight, wenn wir reinkommen und alles gut geht. Wir müssen jetzt hier erstmal durch den halben Ort laufen und uns wieder von hinten aufs Gelände schleichen. Thank you.
Hello, hello. Everything all right in here? Yeah. You just have a good time here, yeah? No speaking English. Just English. Your bags? Your bags, yeah. Your bags. Yeah, yeah. And you? Yeah. What are you doing here? Just sit chilling? No speaking English. Okay. Your bags, what is it? Your bags? Yeah, yeah. Your friends here? Your friends? Friends, you and together? Well, yeah. Okay. I pop out. What are you doing? What do you need to do? Yeah, we just want to look. No, but it's okay. Do. Wow. Angleterre, people. I don't understand. Just want to look, take some photos. And no smoke, no. No. Okay. Okay, Leute, hier vorne sitzt einer im wunderschönen Wohnzimmer, was ich jetzt leider nicht filmen kann, weil er nicht gefilmt werden will. Ja, wir gehen rein, es sind auf jeden Fall noch mehr Leute hier drin. Man hört die ganze Zeit Geräusche von außen. Es ist alles komplett voll hier drin. Ne? Ja, der Typ da vorne hat da Bier stehen, Whisky. Da kommt er jetzt. So, everything alright? Why? Yeah. Ah, c'est beau, hein? Beautiful, yeah? Why? Yeah. Crazy. Aber ich frage mich, was die da oben machen. Ich habe auch ein komisches Gefühl, weil man hört von oben die ganze Zeit richtig laute Geräusche, richtiges Gerumpel. Wollen wir abhauen erstmal wieder? Morgen wieder kommen vielleicht? Ja, let's go. Okay, Leute, wir hauen ab. Wir haben ein ganz komisches Gefühl dabei. Die machen übelst Randale da drin, sind alle betrunken. Wir hauen jetzt wieder ab und kommen vielleicht später oder morgen wieder. Hier seht ihr noch mal kurz das Wohnzimmer, wo er gerade saß. Wir machen uns wieder vom Acker. Das ist ganz komisch hier. Aber der ist jetzt noch hochgegangen, um ihm irgendwie Bescheid zu sagen, weißt du? Das ist richtig, richtig komisch. Der Typ ist jetzt gerade an uns vorbei, nach oben zu den anderen, um denen Bescheid zu sagen. Die haben richtig Krach gemacht und als er noch nach oben gegangen ist, wurde es auf einmal ruhig. Und wir haben das Gefühl, dass die da irgendwas klauen wollen, beziehungsweise vielleicht auch uns dann beklauen wollen. Ja, ganz komisch, was die da machen. Und wenn man so ein komisches Bauchgefühl hat, dann sollte man es lieber sein lassen. Genau, ja, der sitzt da zum Aufpassen. Ich wette, der hat da alleine gesessen, um aufzupassen, damit die anderen da oben in Ruhe alles rausräumen können oder alles durchwühlen können. Also wirklich ganz komisches Gefühl bei der Sache. Weil der saß da halt allein in dem Raum, komplett betrunken, richtig rote Augen, richtig am Lallen, kaum Zähne im Mund. Und oben war die ganze Zeit das mega Gepolter. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die da alles durchwühlen nach Wertsachen. Und solche Leute, mit denen will ich nicht allein da drin sein. Ich wette, die hätten uns abgezogen oder so. Ja. Junge, ihm hätte ich gerade alles zugetraut. Als er schon uns gefolgt hat in diesem Gang, dachte ich, gleich holt er da irgendwas, irgendeine Waffe oder so. Ja. So, und dann ging er direkt nach oben, nachdem er seinen Anruf getätigt hat. Ja, ich glaube nicht Vandalisten, sondern einfach nach Wertsachen suchen die da. Ich glaube auch. Die durchwühlen da alles. Und unsere Frankreich-Belgien-Tour hier, wirklich wieder absolute Wahnsinn, was wir schon alles erlebt haben in den letzten 24 Stunden. Aber was die da machen, ist nicht in Ordnung. So viel steht fest, was auch immer die da treiben. Hello, I'm Chief Officer Leon, Mr. Leon TV. Einmal, halt kurz vorm Tor, 2-3 Sekunden und dann fährst du langsam weiter. Halt mal hier, warte. Fahr mal ein Stück zurück. Ich leuchte da jetzt voll cool rein.
stehen. Wir sind gerade, haben gerade die ganze Zeit oben an der Straße gestanden. Jetzt ist gerade ein silberner Transporter hinter uns an uns vorbeigefahren, dann wieder rückwärts, hat neben uns angehalten, haben bei uns ins Auto reingeguckt, wir haben uns versteckt und sind dann weitergefahren und wir haben die Reden gehört und wir sind uns ja, 90% sicher, dass die das waren und jetzt hier irgendwie gucken, wo wir sind. Wir hauen jetzt erstmal ab hier aus dem Ort zur nächsten Location, die ist eine Stunde weit weg. Vielleicht kommen wir auch morgen auf dem Rückweg nochmal hier vorbei. Ja. Ich glaube, die waren richtig pisst. Die waren richtig pisst. Boah, ich dachte echt, die sehen mich, ne? Ich schwör's dir. Haben sie aber nicht, ne? Nee. Mich auch nicht. Ich hab mich hier voll hinterm Rucksack versteckt. Ich guck auch immer nach hinten, aber sonst fährt keiner hinterher. Ey, so, boah, ich hab grad richtig Bauchkribbeln. Ich hab richtig Bauchkribbeln. Lange her, dass ich so eine. Ich weiß nicht, ob ich generell mal so einen Schiss hatte. Weil ich hätte denen jetzt auch alles zugetraut, ne? Ich hätte alles zugetraut. Also, Taco, was erleben wir immer für Sachen, Mann? Do you have something vegan? Yes. What is it? I will show you. Yes, perfect. No, the screen is black. We don't see anything. It's very nice having someone to speak English. Digga, ich sag dir so, wie angenehm das ist, dass jemand mal Englisch spricht und sie versteht kein Wort. Das war jetzt so unangenehm. Dann hat sie irgendwas gesagt, so. So, meine Lieben, kleine Planänderung. Es ist jetzt 1 Uhr nachts. Ich und Leon haben uns jetzt dazu entschlossen, noch einen Tag dran zu hängen. Und es geht alles drauf und drüber bei dieser Tour, oder? Es geht drauf und drüber. Komplette Eskalation, sage ich euch. Leon schmeißt sich jetzt einen Holy rein, ich mache mir schnell einen Kaffee. Dann fahren wir 3 Stunden weiter zu einer weiteren Location, die wir dann morgen früh nach dem Schlafen abchecken werden. Auf dem Rückweg fahren wir bei dem Ort vorbei, den ihr eben gerade gesehen habt, wo die Dudes da in dem Haus unterwegs waren. Und die sind dann hoffentlich weg und wir können da unser Video abdrehen. Und dann geht es auf eine 7-stündige Heimreise. Also das ist wirklich die krankeste Tour, die ich je erlebt habe. Kaffee rein, 3 Stunden Auto fahren, schlafen und dann frisch ausgeruht wieder ans Werk. Morgen gehen wir das nochmal an und dann wie die Ninjas, ey. Zehn nach drei, wieder mitten in der Nacht, jetzt hier bei einem riesigen weiteren Schloss angekommen. Es ist ein Riesengelände, komplett eingemauert. Kurz auf Leon warten, bis der sein Ei da gelegt hat aufs Feld und dann gucken wir. Wir sind jetzt auf dem Gelände, müssen uns jetzt hier durch diesen Wald durchschlagen zu diesem riesengroßen verlassenen Horrorschloss. Leute, was würdet ihr machen? Weitergehen oder zurück zum Auto? Schreibt es mir in die Kommentare. Madame, ça va? Ich bin calmé. Bonjour, bonjour. Hier ist der White Hawk near the tree. Beside the other tree. You can shoot. Wir sind wieder bei dem Ort, wo die komischen Leute drin waren. Hello? Someone here?